finde, es ist eine spezielle Architektur, auffällig, und sie wird auch beachtet. Also mir persönlich gefällt er gut. Ein bisschen viel Ziegelstein, viel einheitliche Form und klare Linie, finde ich gut, ja. Ja, das Landtagsgebäude ist jetzt nicht so meins. Es ist jetzt recht modern, finde ich. Und, ja. Aber hat jeder seinen eigenen Geschmack halt, oder? Mir gefällt es sehr gut. Vor allem der Raum innen, den finde ich super. Also einfach so dieses Runde mit dem, ja, das gefällt mir ganz gut. Ja. Einfach draußen also halt die Straße hätte ich nicht mit diesen Pflastersteinen gemacht, aber ja, ist Geschmackssache. Ja, ist ein innovatives Gebäude. Ich kann mir sagen lassen, es gibt Architekten, die das so sagen, das sei ein phänomenaler Bau. Ich kann nicht sagen, dass mir jetzt super gut gefällt, aber es ist ein modernes und irgendwo durch ein ansprechendes Gebäude. Ja. Vielleicht ist der Landtag heute mit all diesen Aufgaben oft ein bisschen überfordert. Das sieht man ganz klar. Oder die Entscheidungen sind nicht immer, sagen wir, die Zusammensetzung ist nicht immer ganz optimal, rein schon von den fachlichen Fähigkeiten von den einzelnen Abgeordneten. Aber das ist die Aufgabe von der Parteien, da jemanden zu finden, der sich da engagiert dafür. Ja. Ich finde, so wie es jetzt ist, ist es recht. Und auch das mit dem Fürst, alles, die Abstimmungen. Also ich finde, so wie es jetzt ist, recht. Ja, ich meine, Liechtenstein ist ein kleines Land. Und von dem her gibt es auch eine geringe Auswahl an Politikern. Und ich denke, es ist auch nicht ganz einfach, was Anreize anbelangt. Oder? Will man in die Politik gehen oder will man in die Privatwirtschaft gehen? Und ich denke, das ist eine grosse Problem, aber das ist nicht nur bei uns, das ist allgemein so. Und von dem her habe ich das Gefühl, ist es halt nicht immer so, dass die allerbesten Leute in der Politik sind. Und die Anreize sind wahrscheinlich auch nicht so ideal. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so. Ich verfolge das nicht so. Also, ich gehe schon abstimmen, aber wie die Parteien so miteinander zusammenspielen, das, ja, da halte ich mich jetzt heraus. Also es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so. Ja. Ich glaube, im Land da kann man einfach alles Gute wünschen für die Zukunft, dass in den schwierigen Zeiten, wo wir heute drin stecken, die richtigen Entscheidungen fallen. Und das erwarte ich und hoffe ich natürlich auch, dass das klingt. Es ist gut gegangen, ist es recht. Ja, ich wünsche mir natürlich schon, dass man die Politik vertritt, die im Volk verankert ist. Und ich wünsche mir aber auch gleichzeitig, dass eine Politik gemacht wird, die unser Land, wo in ziemlich schwierigen Zeiten sind, richtig geführt wird und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das hoffe ich wirklich. Ich glaube, wir sind noch nie in so einer schwierigen Situation gewesen wie jetzt.